So, Handel? Handel, ja? Boah, es gibt Eisen. Moment. Hahaha. Bevor uns das einer wegschnappt. Sehr schön. Jetzt müssen wir bloß noch einmal reinhandeln, wahrscheinlich. Importiert mindestens 2 Eisen, ja. Wie soll ich denn da noch eins importieren? Oh Mann. Das hat so schon lange gedauert. Ansonsten kriegen wir da oben noch was? Nichts interessant. Oliven wieder. Dann bauen wir halt langsam die Oliven wieder auf. Okay. So, und bevor er jetzt völlig durchdreht da drüben, bitte einmal Krieg. Und bitte einmal Geschwindigkeit runter. So, mal kurz einen Schluck trinken. So, Entschuldigung. So, wir sind im Krieg. Sehr schön. Wo laufen wir denn hin? Ihr nehmt mal das hier ein und ihr lauft mal vorsichtig da oben lang. Die 17.000 hier hin. Dann schaut es erstmal ganz gut aus, denke ich. Könnten die hier mal noch darunter stellen, falls da jemand auf die dumme Idee kommt, durchzulaufen oder durchlaufen zu wollen. Ansonsten haben wir noch die... Lauft ihr hin? Darunter noch? Ach, okay. Ende des Adagaimanischen Bürgerkriegs. Das ist was, das hatte ich schon mal erwähnt, ich glaube im ersten Streamer so, das verstehe ich nicht. Aber ich finde, da beißt sich das Konzept von dem Spiel. Wir kriegen jetzt mit, dass hier irgendeine Rebellion niedergeschlagen wurde, was auch immer, von irgendeinem Staat, der irgendwo mitten im Nirgendwo sitzt. Und in dem Spiel gibt es ja das Konzept der diplomatischen Reichweite. Alles, was hell ist, ist innerhalb meiner diplomatischen Reichweite. Die Leute kenne ich, mit denen kann ich handeln. Der Rest ist so, da könnte es was geben. Und dann erfahre ich von einem Land, das absurd weit weg ist, dass dort eine Rebellion niedergeschlagen wurde. Das ist, ich finde, das beißt sich ein bisschen in dem Spiel. Ich meine, es ist schön, es zu erfahren, ja, aber es ist... Na, wäre auch ein netter interner Filter. Ich bekomme es bloß von denen mit, die sowieso in meiner Reichweite sind. Oder vielleicht so eins drüber noch. So, was gibt es jetzt noch? Hanfstoffe? Hanf haben wir, oder? Genau. Pferde haben wir auch als Überschuss. Holz als Überschuss. Baugeschwindigkeit interessiert mich eigentlich nicht. Stein. Leder. Ne, da ist nichts dabei. Obwohl doch, die Stoffe wären nochmal interessant. Es wären zumindest Steuern. Ja, Rede kommt. Naja. Ne, wir heben uns den Handelsslot mal auf. Servus, ja. Ja. Was heißt gepatcht? Es ist halt ein bisschen... Man kann mit leben, ja. So. Und dann haben wir ja Britannien jetzt schon fast für uns. Was haben die hier oben noch an Stärke? 16.000 zu 4.000 Reserve und 10.000 zu 7.500. Sollte eigentlich machbar sein. Aber fällt mir ein, wir haben ja noch eine Flotte, ne? Holz weghandeln. Ressourcen, nichts Neues. Kriegen wir die? Ja, die laufen weg. Schade. Aber ich meine, sie kommen nicht weit. Irgendwann ist Ende. Ich bin der einzige Streamer. Was, von Imperator Rome, oder? Oder der Einzige? Der? Echt? Okay, cool. Hätte ich nicht erwartet. Muss ich ganz ehrlich gestehen.
Aber schön, ich habe eine Lücke gefunden. So, Moment. Wild rumklicken und nicht aufpassen, wo man hinklickt, ist keine gute Idee. Ja. Wie gesagt, wir heben uns den Slot mal auf. Oh. 8000 gegen 7000, beide Level 5. Achso, wir haben den Malus wegen dem Vor, ne? Dann warten wir, bis die eingeloggt sind. Weltweit. Ja, ich glaube, englischsprachig wird es bestimmt was geben. Aber die locken sich nicht rein. Schade. Und ich komme natürlich nicht runter, weil das Vor noch nicht uns gehört. ...35%, 42%. Ich bin ja auch gespannt, ob Paradox jemals diese Mechanik überarbeiten wird. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich bei meinem ersten Spiel gebraucht habe, um zu verstehen, was da passiert. So, sehr schön. Flotte. Oh. Oh, verloren. Nicht schön. Die haben einen Haufen Schiffe von uns bekommen und keins verloren. Ich meine, ist eigentlich egal, weil die sowieso gleich weg sind. Von daher, okay. Unedle Metalle, weg damit. Fisch, auch weg damit. Handel? Nein. Wir sind siegreich. Sehr schön. So, jetzt läuft's aber. Das ist mal so ein Feldzug, so wie ich ihn mir vorgestellt. Ich habe auch bei dem Feldzug nicht wirklich vorausgeplant. Die letzte habe ich immer geplant, wo ich meine Leute hinschicke und es ist nichts geworden. Ich sollte aufhören mit dem Planen. Es wird nichts. So. Und wenn wir jetzt sagen, wir nehmen uns... Komm, Autosave. Mal vorsichtig. Das hier, das hier, das, das. Das. 7 AE bis jetzt. Sehr gut. Das ist der Unloch, dann kommen wir vielleicht auf 8. Oder, naja, vielleicht 9. Das passt. Dann haben wir nur noch zwei Länder. 18, 5. Ich meine, den da unten kann man eigentlich ignorieren. Das ist komplett irrelevant. Und dann können wir zumindest in der Mission voranschreiten. Abschließen wird nichts werden, weil zwei Eisen importieren. Das wird, ja, fast unmöglich, dass wir da rankommen. Wer hat schon Eisen als Überschuss und gibt es auch noch freiwillig ab? Biturgien? Könnte vielleicht... da doch noch irgendwie an Eisen rankommen. Da. Es gibt Optionen. Ich sehe Optionen. Und wenn wir die Chance sehen, ergreifen wir sie natürlich. Steinleder, Handstoff, Felle. Nehmen wir die Stoffe mal? Meine Redekunst, Technologiegeschwindigkeit. Redekunst ist sowieso nicht unbedingt das, worauf ich raus will. Das sind nicht so die bahnbrechenden Technologien für uns dabei. Wir brauchen hauptsächlich Militär. Hauptsächlich Militär, weil es lauert Rom da unten auf uns. Und die haben ja nur 124.000 zu 98.000. Und die haben auch nur Stufe 6 und 7 inzwischen von der Forschung her. Wir haben gerade mal 1. Illoyaler Clan. Die Illoyalität von Crixus Orgetorus und sein Clan ist seit einiger Zeit bereits offensichtlich. Jetzt allerdings haben sie mehr Unabhängigkeit von kaledonischer Konföderation gefordert und der Rest der Nation zieht auf uns, um zu sehen, wie wir auf diese Forderung nach Autonomie reagieren werden. Wenn wir diesen Verrat nicht im Keim ersticken, wird es unmöglich sein zu sagen, was die Vergeltung sein wird. Beenden wir diese Scharade. Uns fehlen die Mittel, sie in die Knie zu zwingen. Minus 25 Loyalität, das schließt sich sowas von aus.
Die Tyrannei, gut, die kriegen wir weg. 4 ist in Ordnung. Es musste natürlich der sein, der gerade am Belagern ist. Oh. Echt jetzt? Zufälle gibt's. Unglaublich. Wo ist denn unsere Flotte? Hier. Geld ist da. Wir hatten hier einen verloren. Hier. Moment. Hier einen verloren. Davon noch eins. Ja. So, Ausheben eines Heers. seine persönlichen finanziellen Mittel dazu zu verwenden, die ihm zugewiesene Armee zu verbessern. Das war's vorhin mit den 900. Wir sind uns unsicher, ob wir seinen Unternehmungsgeist loben oder uns Gedanken über seine Absichten machen sollten. Jetzt kriegt er 3 leichte Infanterie. Der kommt wieder und will dann natürlich Geld haben wahrscheinlich. Der ist schlimmer als die Autolobby in Deutschland. So, sie ist tot. Wir importieren kein Gemüse mehr. Was haben wir hier? Als Statthalter, Provinzhandel ist schlecht. 100 Loyalität, Sklavennationale Produktion. Ach, beim Herrschen, schade. Aber 10%. Bei, oh, ist sogar noch besser. Und Steuern minus 10%. Nee. Es ist nichts. Okay, Bürger, interessant. Technologie, Forschungsgeschwindigkeit, Forschungspunkte. Dafür weniger Geld. Nee. Nehm ihn hier. Der schaut sympathisch aus. Der kriegt das hin. Schaut aus wie ein vertrauenswürdiger Mann. So, und da müssen wir mal wieder anfangen, unsere Armeen zusammenzuführen. Nachdem sie sich hier wieder überall verteilen. So, der hat inzwischen 33.000. Und wie viele sind da loyal? Ich würde mal sagen, gut 70%. Nicht gut. Macht der noch Geld? 832. Minus 13 ändert sich sein Reichtum. Sehr schön. Ich meine, wenn er kein Geld mehr hat, kann er sich nicht mehr finanzieren und dann ist das Thema sowieso durch. Oder spätestens, wenn er stirbt, hauen, glaube ich, die loyalen Kohorten ab. Ist jetzt weniger schön für uns, weil die Armee schrumpft, aber bis dahin. Achso, er stirbt erstmal. Naja, er stirbt langsam. Langsam und qualvoll. Oder stirbt er qualvoll? Was hat er? Er ist depressiv. Nee, ich würde sagen, er stirbt qualvoll, wenn er depressiv ist. So. Dies alles für 8 AE. Bitte, danke. Yay! Verband die Eliten und töteten den Rest. Ich nehme eigentlich immer das, weil wir nochmal AE damit einsparen. So, annektiert Dumonien. Was bekommen wir? Loyalität der Provinz. Okay, das bündelt sich da unten. Kontrolliert Ordovizien. Das kommt als nächstes. Jetzt ist die Frage, wir sind jetzt bei 28 AE. Wenn wir die nochmal einnehmen mit einem Kriegsgrund, dürfte es ja auch nicht so teuer werden eigentlich. Natürlich müssen jetzt Barbaren kommen. Aber in der Zeit können wir jetzt zumindest mal einen Anspruch fingieren gegen Silurien. Ja, gegen Silurien. Und gegen die haben wir... Achso, oh, ach, wir hätten das Bündnis eher schon mal brechen können. Jetzt können wir sie eine Zeit lang nicht angreifen. Beziehungsweise, wenn wir sie angreifen,
Ne, bekommen wir Stabilitätseinbruch, glaube ich. Nicht so clever. Oh, minus. Nein. Und plus 25 AE. Nein. Aber garantiert nicht. Sowas. Oh, es gibt Edelmetalle. Haben wir schon mal Edelmetalle? Nein. Wild. Wir nehmen das Wild. Bogenschützen. Disziplin 10%. Ganz, ganz wichtig. Und insgesamt haben wir wie viel Boni mittlerweile? Plus 20% Offensive. Prozent, 10% Offensive und Disziplin. Sehr schön. Baba, 7. Okay, es sind nicht viele Leute gestorben. Schade. Schade, dass nicht so viele Leute gestorben sind. Ja, das ist natürlich... es ist traurig, meine ich. Das ist sehr traurig, dass Leute gestorben sind. Und nicht, dass unsere Militärerfahrung nicht hochgeht. Nicht, dass einer sagt, ich hätte kein Mitgefühl. So, das sind Clans. Die sind... Ich würde noch zwei Tritäre mit reintun. Ich meine, die Schiffe kosten echt nicht viel. Und finanziell schaut es nicht so schlecht aus für uns. Er könnte nützlich sein. Ja, komm, hängt. So, oh, Nahrung geht runter. Wir haben zu viel Bürger. Aber wir können ja, da wir Überbevölkerung haben, mal ein Aquädukt bauen. Dem Aquädukt. Ansonsten müssten wir fast Nahrung importieren. Oder in den anderen... Wir könnten hier auch noch Dings bauen. Nahrung plus 50%. Das hält uns zumindest erstmal ein bisschen über Wasser. So, Bevölkerungswachstum nehmen wir auch noch schnell mit, bevor wir das Geld wieder für alles andere ausgeben. Und dann können wir die hier auch langsam mal einreißen. Oder schleifen. Festungen werden ja geschliffen. Ja, komm. Ja. Ansonsten, man könnte die Festung erlassen für die Barbaren, aber ich glaube, so relevant ist sie dann auch nicht. Ein Stammesheld! Krixus Orgitorus ist ein beeindruckender Clanhäuptling und für seine Kampffähigkeit und Stärke bekannt. Nach der außerordentlichen Leistung, seinen Clan vor einem großen Bär zu schützen. Den ganzen Clan vor einem Bär haben die Leute um Krixus Orgitorus herum gefordert, dass ihm die Ehre als Held von Kaledonische Konföderation zuteil wird. Ich meine, Bären sind gefährlich. Okay, und der Clan. Ich dachte, das wäre der Clan. Der Clan ist klein. Okay, die könnten vielleicht in einem Haus wohnen und wurden vom Bären angegriffen. Ist in Ordnung. Der Clanhäuptling verdient mit Sicherheit diese Ehre, aber er ist bereits eine bekannte Figur der politischen Welt. Dies würde ihm noch weitere Macht geben. Wie könnten wir ablehnen? Und dennoch werden wir ihn nicht zu einem machen. 15 Loyalität. Ja. Hat er gewonnen, kriegt er. Soll er berühmt werden. So. Gegen die haben wir einen Kriegsgrund eigentlich. Eroberung von Ordovizien, ja, haben wir. Auch sehr schön. Und schau mal einer an, wie schnell die Forschung mittlerweile geht. 26% und 41 Punkte. Ich habe gesagt, wir bauen so ungefähr 50 Punkte und ich weiß gar nicht mehr, wie viel Prozent ich gesagt habe. Effizienz. Und dann geht es langsam vorwärts. Und man sieht da, es funktioniert langsam. Wie viele Bürger haben wir inzwischen? 132 trotzdem schon. Das ist doch ordentlich viel. Also im Süden haben sich einiges an Bürger aufgehalten. Das war nicht schlecht bis jetzt. Komm, die machen wir mal schnell weg. Wenn das Spiel uns lässt.
Wir kriegen keine unedlen Metalle mehr. Oh je. Dann holen wir sie halt woanders her. Von uns. So. Intern handeln funktioniert immer. Kann nicht schief gehen. Ach, guck an. Wir schaffen das nicht. Ah. Warum schaffen wir das nicht? Das sind 6000. Wir haben 9000. Beides Level 9. Hier ist kein Vor. Es ist nur Wald. Ach, schaffen wir doch, ne? So ein Zufall. Aber wir haben... Waldmis... Ach, wir haben den Fluss noch. Der war doch in unserem Territorium. Finde ich nicht legitim. Würde der Fluss bei denen durchgehen, würde ich es einsehen. Aber der ist ja eigentlich... Ein grafisch ist er ganz weit hinter uns, aber er ist trotzdem in unserem Territorium. Also wir gehen ja eigentlich ins benachbarte... Naja.